Beschreiben Sie die Tätigkeit der Inspektion beispielhaft. Nun, auch das ist dem Qualitätsmanagement zuzuordnen und ist keine allzu schwierige Frage. Warum? Weil die allermeisten Leute ein Auto fahren und wissen, was eine Inspektion ist. Es kann jetzt vielleicht eine Schwierigkeit auftreten dadurch, dass man es vielleicht nicht so gut in Worte fassen kann. Also, Inspektion bedeutet Ist-Zustand aufnehmen. Und zwar vor allem inklusive aller Mängel und Schäden. So, und wenn man das getan hat, dann wird man Verschleiß feststellen. Abweichungen vom Soll feststellen und nicht mehr funktionierende Teile, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, nicht mehr funktionierende Teile soll das heißen, nicht mehr funktionierende Teile erkennen und dokumentieren. Nicht mehr funktionierende Teile erkennen und dokumentieren. Ja, damit ist die Inspektion abgeschlossen, indem man eine Liste gemacht hat mit dem Verschleiß, mit Sachen, die nicht mit dem Sollzustand übereinstimmen, zum Beispiel bestimmte Brennwerte, bei einer Heizung zum Beispiel, und nicht mehr funktionierende Teile, nicht mehr funktionsfähige Teile erkannt und ebenfalls dokumentiert sind. Damit ist die Inspektion abgeschlossen und dann kommt der nächste Schritt, dann muss man schauen, was man jetzt tut. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.